Das Motorwerk ist eigentlich wie eine Kirche, aber es ist keine Kirche. Es hat diesen Nachhall, dieser Klang ist super schön und ganz gut geeignet für unser Repertoire. Aber die Zuhörer erwarten nichts. Sie wissen nichts im Voraus, wie es klingt und was sie sehen werden. Es ist kein Theater, keine Kirche. Es ist was ganz Neues. Im Mittelpunkt dieses Konzerts stehen drei Säulen, drei Stücke, die ganz unterschiedlich sind. Zuerst haben wir Judith Weir's All the Ends of the Earth. Das ist ein Lobgesang, einfach an Schöpfung und Gott, an alles. Dann kommt Ligeti's Stück Lux Aeterna und mit nur 16 Stimmen ohne Begleitung schafft er etwas ganz Außergewöhnliches. Er schafft irgendwie einen außerweltlichen Klang und irgendeine andere Atmosphäre. Und dann, last but not least, Sofia Gubadulina's Sonnengesang. Dieses Werk ist bestimmt ein Meisterwerk. Es ist ein Gebet an Gott und Gott und die Sonne sind quasi gleich. Und man hört Licht, man hört Schönheit, man hört alles in diesem Stück, man entdeckt alles.